Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Maria Matkai, du bist mittendrin gewesen in einem Film, der da heute Premiere hat in Österreich, nämlich beim neuen Sissi-Film Corsage heißt der. Heute ist der Premiere in Linz. Ja, du warst mittendrin. Was war denn überhaupt deine Aufgabe? Ja, ich durfte als zweite Regieassistenz bei dem Projekt dabei sein. Und das hat in dem Fall zwei große Aufgabenbereiche umfasst. Und zwar einmal die Komparserie. Da ist es darum gegangen, die Komparsen vorab zu casten und auszuwählen und dann mit denen die Kostüm- und Maskenprobe zu organisieren und schauen, dass die gut abläuft. Und im Endeffekt dann auch darum, die Komparsen am Drehtag zu inszenieren. Und der zweite große Aufgabenbereich waren dann in diesem Fall die Proben und Trainings für die Darstellerinnen zu organisieren und zu betreuen. Und zwar war es in diesem Fall sehr speziell, da allen voran Vicky Krieps sehr vieles vorab erlernen hat müssen. Unter anderem zum Beispiel haben wir Trainings gehabt dann fürs Eisschwimmen, für Fechten. Sie musste Ungarisch sprechen im Film und sie konnte zum Glück schon sehr gut reiten. Allerdings ist man zu dieser Zeit der Kaiserin Elisabeth im Damensattel geritten und das hat natürlich auch ein eigenes Training gebraucht. Genau, und ganz wichtig war dann für alle Beteiligten das Training der Hofetikette und zum Beispiel für die Kammerzofen dann auch das Miederschnüren und so weiter. Das waren Dinge, die vorab geprobt werden mussten und da habe ich quasi die Trainings organisiert. Das heißt, die haben lernen müssen, wie binde ich ein Korsett oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das ist ein wichtiger Teil im Film, eben das eh schon namensgebende Korsett und zum Beispiel die Darstellerinnen der Kammerzofen mussten das eben im Bild schnüren und da haben wir mit den zuständigen Leuten vom Kostüm immer wieder Proben vereinbart, damit die das eben richtig erlernen und das dann nach täglicher Routine auch ausschaut. Und die Hauptdarstellerin, hast du schon erwähnt, hat Eisschwimmen gelernt. Genau. Da ist leider nur mehr ein kleiner Teil davon drinnen. Aber die Vicky Krieps musste tatsächlich mit einem Eisschwimmtrainer das erlernen und hatte das erste Training bei Schneefall in der Neuen Donau und hat das sehr, sehr tapfer und mutig über sich ergehen lassen. Und hat dann zum Schluss auch tatsächlich sehr viel Freude daran gehabt. Hast du das auch mal mit ausprobiert? Nein, ich habe es dann tatsächlich nicht ausprobiert. Es war immer wieder die Idee, aber es waren dann die Trainingstage einfach zu kompakt, als dass ich dann die Trainingszeit auch in Anspruch genommen hätte. Aber das kann man ja in der Freizeit einmal machen. Ja, genau, das ist nur so eine offene Sache, die ich dann nie eingelöst habe. Du Maria, wie können wir uns denn das vorstellen? Eine Sissi, ich meine, wir kennen sie aus Filmen mit der Romy Schneider. Ist es auch wieder so ein Sissi-Film oder müssen wir uns auf ganz was anderes einstellen? Also nein, es hat tatsächlich sehr wenig bis nichts mit Romy Schneider zu tun. Also wir sehen eine gänzlich neue Kaiserin Elisabeth in ihren 40ern als widerständige Frau. Also Romy Schneider hat da nichts damit zu tun. Es ist eine völlig neue Darstellung. Kann man da ein bisschen was verraten, welche Kaiserin Elisabeth wir da sehen? Naja, also die Kaiserin Elisabeth will bei uns eigentlich viel mehr als nur zu repräsentieren und ein schönes Bild abgeben zu müssen und versucht aus den Zwängen, die sie sich einerseits ja selbst oder auch die Außenwelt ja auferlegt und den Zwängen der höfischen Etikette auszubrechen. Das heißt, die langen Haare sehen wir noch oder sind die dann kurz oder raucht sie mal eine Zigarette? Wir sehen die langen Haare, wir sehen aber nicht nur die langen Haare. Genau, ich will da gar nicht zu viel verraten. Genau, und das mit der Zigarette, das, wenn man das jetzt schon vorwegnimmt, man sieht es ja eh im Trailer. Es ist so, dass wir tatsächlich viele Dinge, die irritieren im Film, immer wieder ganz bewusst eingestreut haben. Genau, und das sind oft Irritationen, wo man sich durchaus fragen kann,
War das zu dieser Zeit tatsächlich schon üblich oder bricht Marie Kreuzer da mit dem historischen Leben der damaligen Zeit? Wie lange hat es denn überhaupt gedauert, wenn man sich anschaut, vom Beginn an der Arbeiten für diesen Film bis jetzt, quasi, dass er auf der Leinwand ist? Ja, das ist natürlich für die verschiedenen Beteiligten ganz unterschiedlich lange. Also für die Autorin und Regisseurin Marie Kreuzer hat es natürlich wesentlich länger gedauert, dass sie eben auch das Drehbuch verfasst hat. Die Produktionsfirma, die Film AG, hat dann 2018 begonnen mit den Vorbereitungen. Und für mich zum Beispiel hat es begonnen im November 2020, dass ich das erste Mal das Drehbuch gelesen habe und mit den Vorbereitungen begonnen habe. 2021 haben wir dann den Film in zwei Blöcken gedreht und dann war eben nur die Postproduktion, bis er jetzt eben rauskommt. Genau. War das dein erster Film? Na, das war nicht mein erster Film. Mein erster Film war damals tatsächlich als Praktikantin der zweite Teil der Oberösterreich-Landkrimis und dann sind verschiedene Projekte gefolgt, bis dann eben jetzt Corsage gedreht wurde. Ihr wart ja mit dem Film auch schon bei den Filmfestspielen in Cannes. Das stellt man sich ja unglaublich vor, wenn man da in diese Filmwelt eintaucht. Wie war das für dich? Ja, das war natürlich völlig unfassbar. Also es war schon sehr, also es war schon überwältigend ab dem Moment, wo wir wussten, dass wir tatsächlich den Film in Cannes zeigen dürfen. Und ja, dann waren, wie wir ankommen sind, gleich das Erste, dass wir direkt vorbei sind beim roten Teppich von Top Gun, wo gerade alle auf Tom Cruise gewartet haben. Also da haben wir dann tatsächlich das Gefühl gehabt, in einer völligen Parallelwelt angekommen zu sein. Ich muss aber jetzt auch sagen, wir haben uns da gar nicht lang aufhalten können, weil nur ganz viel Arbeit vor Ort war, damit organisatorisch alles bereit ist für die Premiere dann von Corsage. Und genau, die Premiere selber war dann natürlich sehr emotional und unglaublich berührend und ein einmaliges Erlebnis. Ein paar Stars hast du sehen können oder gibt es da ein paar Selfies? Na, Selfies gibt es tatsächlich ganz wenig und wie gesagt, also wir waren eigentlich selber sehr, sehr eingedeckt, weil dann für jeden Film gibt es dann verschiedene Empfänge und Feiern und Termine. Insofern waren wir tatsächlich selber sehr, sehr eingespannt. Was dann total schön war, war, wie Vicky Krebs und Marie Kreuzer dann am roten Teppich waren, waren sie da gemeinsam unter anderem mit Tilda Swinton. Das war dann schon sehr besonders natürlich. Genau. Und du hast ja erzählt, diese Kleider, die da überall hängen, so glamourös und also das ist wirklich eine andere Welt. Ja, absolut. Also es ist, ich meine, es ist ja sehr speziell in Cannes, weil die ganze Festival-Location ja am Strand entlang ist. Das heißt, man sieht den ganzen Tag gemischt diese wahnsinnig pompösen Abendroben neben Menschen im Bodeoutfit. Also es ist dann sehr bunt gemischt, aber natürlich der größte Teil ist sehr, sehr pompös und glamourös natürlich. Also das sind schon großartige Eindrücke, die man da mitnimmt. Gibt's schon nächste Projekte von dir? Ja, tatsächlich habe ich dann, also ich konnte dann direkt nach dem Dreh von Corsage fix in die Produktionsfirma, in die Film AG einsteigen. Und da bereiten wir gerade den Dreh vor von dem neuen Film der Regisseurin Ulrike Kofler mit dem Arbeitstitel Full House. Und für nächstes Jahr ist dann eine Co-Produktion geplant mit dem Arbeitstitel 67 Summer, der zum Teil in Österreich und zum Teil in Ägypten gedreht werden soll. Also da wird es wieder spannend. Auf jeden Fall, es bleibt spannend. Ja, wunderbar, super. Maria, herzlichen Dank fürs Interview. Vielen Dank ebenso, Dankeschön. Live Radio. Top-Thema, der Podcast.